Guten Morgen, Leute. Ich sehe noch etwas verschlafen aus. Heute ist ein toller Tag. Und zwar ziehen Dennis und ich heute zusammen. Wir haben ab heute unsere neue Wohnung und ich werde es euch nachher zeigen. Jetzt mache ich mich auf den Sprung. Es ist, glaube ich, gleich 9 Uhr, weil die Wohnung ist etwas renovierungsbedürftig und wir müssen so einiges heute machen und die Tage. Aber ich freue mich schon voll drauf und ich nehme euch natürlich mit. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also es ist für uns ein krasser Tag und ich freue mich schon. Bis nachher. Okay. Hey Leute, wir sind jetzt in unserer Wohnung. Ihr seht hier schon Baustelle. Und der Jimmy, der hilft uns auch heute den ganzen Tag gerade. Jimmy. Und passiert. Schon ein Verletzter. Ich hab ein bisschen davon verletzt, hast du gesehen? Oh nein. Das sieht aber nicht okay aus. Was steht denn da? Im Boot. Hä, warum machst du das? Kann man machen, nix. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mal eine Wohnungstour. Warte, Schatz, bevor du weitermachst, ich gebe den Flaschstamm. Also, man kommt hier rein, das ist unsere Haustür. Dann haben wir diesen wunderschönen Flur, der überhaupt nicht schön ist, aber das wird alles noch gemacht. Dann kommen wir hier in mein Arbeitszimmer. Da werden wir heute auch den Laminat rausreißen und alles neu streichen, obwohl hier weiß ich es gar nicht, ob man es streichen muss. Das ist hier meine Aussicht. Ja, wir wohnen auf dem Dorf, was ich ganz gut finde. Und dann geht es hier ins Wohnzimmer. Hier ist, diese Wand wird weiß. Dann der Boden, der wird auch richtig schöner Laminat hinkommen. Das wird auch alles schön gemacht. Wir versuchen es zumindest. Ich zeige euch mal unseren Balkon. Wir haben voll den großen Balkon. Und hier ist voll ruhig. Traut man sich gar nicht, was zu reden. Also, das ist unser Balkon. Voll schön. Eigentlich voll. Ja. Das Wohnzimmer freue ich mich schon besonders. Und dann hier das Bad. Das bekommen wir komplett neu gemacht. Also das bleibt nicht so. Bis jetzt ist es echt nicht schön, wie die Vormieter das hinterlassen haben. Wirklich nicht so geil, aber ja, wir werden es sauber halten. Und dann hier kommt das Schlafzimmer rein. Und die reißen hier schon den Laminat raus. Ja, es wird richtig viel Arbeit werden. Ich bin mal gespannt, wie das Licht hier in der Wohnung wird zum Filmen. Und ich nehme euch den Tag mit. Anacott kommt auch noch. Dann kommen noch ein paar andere Leute, wie ein Kumpel von Dennis. Und ja, ich bin echt mal gespannt und aufgeregt. Achso, die Toilette, die zeige ich euch auch noch. Die ist so richtig schön. Spaß, also die bekommen wir auch neu gemacht. Da freuen wir uns sehr drauf und sind auch sehr dankbar. Wir haben so lange gebraucht, bis wir endlich die passenden Fliesen gefunden haben. Ja, genau. Also das ist nicht unsere Traumvorstellung. Das ist echt so unser Retro Bad. So, also Leute, ich war jetzt auch schon ein bisschen einkaufen. Hier gibt es ein bisschen Proviant. Der Boden ist schon draußen. Das ging auch ziemlich schnell, nur der steht jetzt hier über dem Flur. Wir haben nur das Auto voll beladen und deswegen können wir hier nicht gleich wegfahren. Hier überall ist schon der Boden draußen, was gut ist. Da ist noch so dieses für Laminat zum drunter machen drauf. Und heute ist richtig geiles Wetter. Guck mal, wie die Sonne scheint. Voll schön. Und voll schön. Unser Balkon ist genau Südseite. Geil. Dann kann man in die Küche reinfilmen. Hallo. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. So Leute, ich bin jetzt glaube ich schon das vierte Mal nach Hause gefahren. Übrigens, hier steht eine Pflanze, die in unsere Wohnung gehört. Die habe ich bei Ikea mitgenommen. Wir haben schon voll viel gekauft. Wir haben eigentlich jetzt schon fast alles. Wir waren die letzten Tage nur, also nicht die letzten Tage, die letzten Monate nur in Möbelhäuser. Wir haben ein neues Sofa, wir haben ein neues Fernsehboard, wir haben ein neues Bett, wir haben einen neuen Schrank, wir haben neue Regale, Nachttische, wir haben alles neu gekauft.
Und das müssen wir dann auch noch diese Woche alles abbauen, alles selber aufbauen. Aber das wird richtig viel Arbeit. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Und zwar bin ich jetzt daheim, um noch einen Staubsauger zu holen. Warte mal, was war noch? Staubsauger, Mülltüten und eine Zange. Genau, und dann fahre ich wieder los und vielleicht gehe ich noch zum Aldi, weil heute ist das so richtig geiles Wetter, aber auch richtig heiß. Und ich fahre noch zu Aldi und hole noch Getränke. Genau. Kade, Kade, ich film euch. Also Anna und Katze ist da. Anna! Jo! Kat, Katze schon fleißig am Streichen, da stellen wir sie. Schau mal. Ich will das weg. Ja, das ist nicht mal mit Anna weg, oder? Ey, Ding auch mal. Laminat. Ja. Guck mal. Das war mal Reis, die da geht. Ja. Da haben wir dran geraucht, gell? Ich weiß es nicht. Nee, du brauchst es nicht. Auf jeden Fall schockiert. Hat den länger Filmen. Was braucht man? Hi. Die müssen wir sprechen. Hey Leute. Kurzes Update. Seht ihr das in meinem Gesicht? Farbe überall. Überall. Ich bin komplett voll. Und Patty und Anna sind jetzt auch beschäftigt mit dem Streichen. Weil, also Decke haben wir jetzt fertig gestrichen. Die ist wieder schön weiß. Davor war sie richtig gelb. Und so, jetzt machen wir mal frische Luft. Keine Ahnung, wie das Fenster braucht. Egal. Das Gefühl, das Fenster spricht nicht alles. Ich hab schönes Fenster schon in dem Haus, seitdem es gebaut ist. Fleißige Bienchen hier. Stefan, sag ich sowas. Und der Boden ist jetzt, wird jetzt auch verlegt. Guck mal, wie voll schön, aber ich zeig's euch noch nicht ganz. Weil der ist auch nicht fertig. Und ich mach kurz Pause und esse die Laugestange. Geht's noch? Gute. Okay. Also Leute, Kat, ich. Anna, ich bin jetzt im Rewe, wir holen uns was zum Trinken und wir haben gerade auch Partypizza geholt, also es gibt gleich was zum Essen, endlich. Ich meine, wir haben schon, glaube ich, 5 und haben noch nicht wirklich was gegessen und jetzt holen wir noch uns was zu trinken. Bei der Hitze ist es ja auch wichtig. Genau. So, meine Lieben, Anna hat uns dieses Bett gebracht, können wir chillen. Auf jeden Fall, unser Wohnzimmer ist so gut wie fertig, also der Laminat ist gelegt. Ich finde den Laminat voll schön. Ich bin echt voll happy. Haben wir sehr gut gemacht, also ich muss auch sagen, es hat jeder wirklich sehr toll mitgeholfen. Und jetzt sind nur noch Dennis und ich da. Der liegt da. Wie das aussieht. Schatz, bist du K.O.? So. Dennis ist tot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mäusle. Ups, ich fühle mich auch nicht. Auf jeden Fall. Ach ja, genau. Ich zeige euch mal Stand erster Tag. Wie gesagt, Wohnzimmer ist so gut wie fertig. Da brauchen wir nur noch Leisten. Ach ja, und das Zimmer. Bei dem Zimmer ist schon ein bisschen Laminat gelegt. Und da sind seine Füße. Und dann beim Bad, habe ich euch ja erzählt, da bekommen wir ein neues rein. Da kam heute jemand und hat das alles rausgerissen. Und jetzt schaut mal, wir haben das Fenster und das Licht angelassen und es sind überall Flatterviecher. Aber wirklich überall. Anna hat uns überall Lampen hingeschraubt. So. Und da ist auch irgendein Viech. Und wir haben die Decke gestrichen. Hier alles noch gestrichen. So, den Boden habe ich gerade einigermaßen geputzt. Aber jetzt sieht man keine Farbkleckse mehr. Da kommt unsere Küche am Freitag. Ich hoffe, ich bin fokussiert, aber ich glaube nicht. Hey Leute, heute ist Tag 2. Hier auch zusammen mit Dennis. Oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir sind beide voll fertig, aber es geht weiter. Zimmer 1 ist ja so gut wie fertig. So gut wie fertig. Und Zimmer 2 hoffen wir, dass wir bis 14 Uhr ungefähr schaffen. Und dann gehen wir ins Bauhaus und müssen nochmal Laminat kaufen, weil der Laminat reicht nicht aus. Weißt du, was wir auf jeden Fall machen müssen? Hm? Die zwei Zimmer heute fertig bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Weil wir müssen die scheiß Maschine geben. Ja. Wann? Bis 8. Bis 8. Also, wird gearbeitet. Also würde ich sagen, ich melde mich später nochmal. Es ist Tag 2 unseres Projekts eigene vier Wände. Spaß. Auf jeden Fall darfst du Dennis wieder in Schaffklamotten. Und schaut mal, was hier hinten steht. Das ist unsere Küche, denn wir bekommen gerade unsere Küche montiert. Aber da gab es leider ein Problem. Irgendwie wird es hier wahrscheinlich einen Platz geben. Wegen dem Rohr oder keine Ahnung, ich habe ihn nicht verstanden. Das sind Leute aus Polen und ich bin mal total gespannt, wie das wird und wie das dann aussehen wird. Ich habe heute Morgen geduscht, meine Haare in Luft trocknen lassen, deswegen puh, voll flatterig. Auf jeden Fall wird das hier unsere Küche und es steht auch schon ein Möbelstück und zwar dieses Regal. Guck es hier. Sieht das nicht schön aus? Das ist von Ikea. Und das wird hier in meinem Büro stehen, ganz viele Pflanzen und halt mein Bürozeug. Was aber nicht so auffallen wird, weil die Pflanzen natürlich alles schöner machen. Und heute ist wieder richtig schönes Wetter, also wir haben perfektes Wetter erwischt, um auszuziehen. Und ja, die armen Leute, die müssen Waschmaschine hochtragen. Nicht Waschmaschine, Spülmaschine. Voll anstrengend. Und wie gesagt, also wir haben gestern alle, also meine Kamera war dann der Akku leer, aber wir haben alle drei Zimmer den Laminat belegt bekommen. Gestern, also Dennis und ich haben im Schlafzimmer und im Schlafzimmer gestern alleine unser Laminat verlegt. Und ja, hat super geklappt. Ich würde es sogar nochmal machen, der Flur, den müssen wir sogar noch machen. Das ist das Einzige und dann sind wir eigentlich fertig. Geil. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Auf jeden Fall melde ich mich später nochmal. So Leute, ich bin jetzt beim Bauhaus und zwar musste ich voll oft jetzt schon hin und her fahren. Zum Glück ziehe ich ja nicht so weit weg von zu Hause und konnte einige Sachen auch zu Hause besorgen. Aber jetzt brauchen wir noch den Wasserhahn, obwohl Poco meinte, die Leute, die die Montage machen, bringen wahrscheinlich Wasserhähne mit und ich kann sie vor Ort kaufen. Natürlich. War das nicht so. Die Arbeiter sind auch aus Polen und verstehen uns leider nicht so gut, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Mir taten die Leute so leid, dass sie so viel schleppen mussten. Aber das hat mich jetzt schon ein bisschen geärgert, weil wir kommen dann halt in der Wohnung nicht voran und müssen dann voll oft muss ich los. Das ärgert mich ein bisschen, aber so ist es halt beim Umzug, ne? Da läuft nicht alles am Schnürle. Jetzt habe ich mit Dennis halt im riesen Auto eingeparkt. Rückwärts, aber es hat gut geklappt. Habe ich den Auto. So, jetzt sitze ich hier und baue unseren Nachttisch auf. Der Dennis, der kümmert sich um die Leichen. Auf jeden Fall habe ich gerade was Ärgerliches erfahren. Also ich habe Mama hier XXL haben wir unser Bett und unser Schrank her. Und eigentlich war das Bett und der Schrank für diese Woche reserviert oder halt, dass sie im Lager das lagern soll und der Schrank ist noch nicht da, was ja nichts Schlimmes ist, das kann passieren. Aber ich habe auch einen Transporter bezahlt, den ich mieten kann. Also den habe ich gemietet und den habe ich bezahlt. Dann rufe ich an und sage, ja, ich möchte meinen Transporter reservieren
Und dann meinte sie so, nee, du hast keine Kundenkarte. Also sie haben keine Kundenkarte. Das geht so nicht. Dann habe ich gedacht, hä? Ich habe doch schon den Transporter bezahlt. Wie, das geht nicht? Und dann war das voll das Hin und Her. Dann musste ich mir so eine Mitgliedskarte erstellen lassen. Aber ich fand das irgendwie voll ärgerlich, weil ich habe ja den Transporter schon bezahlt. Und ich habe eigentlich das Recht auf den Transporter auch ohne Mitgliedskarte. Und dann dachte ich, komm, ich zick da jetzt nicht rum. Auf jeden Fall baue ich jetzt... Achso, nee. Und dann wollte ich einen Transporter reservieren und für morgen gab es natürlich keinen. Und da habe ich bei Möbelmax angerufen und da haben wir auch was gekauft, also Gartenmöbel und unser Couchtisch. Und da gibt es jetzt noch den Transporter, jetzt zahlen wir halt dort auch nochmal 20 Euro, aber dann können wir wenigstens mal das Bett, Couchtisch, Couch und die Gartenmöbel abholen. Freue ich mich schon voll drauf, das wird morgen passieren und da wird es auf jeden Fall anstrengend werden. Jetzt baue ich mal das hier weiter auf. Das macht auf jeden Fall Spaß. So Leute, ich bin jetzt gerade hier beim Möbelmax und wir haben hier eigentlich ja den Transporter gemietet. Achso, übrigens ist Tag 4, glaube ich schon. Und jetzt ist schon der Transporter einfach nicht da und das nervt mich voll, weil wir brauchen genau 3 Stunden, wo wir ihn haben. Und ja, irgendwie, also ihr müsst euch damit einstellen, oder wie nennt man das? Ja. Dass beim Umzug nicht alles klappt, das ist wirklich so. Wir haben endlich unseren Transporter! Guck nach vorne. Ja, chill. Schatz, ich filme dich auch. Da ist unsere neue Lieferungsspezialistin, Frau Palme. Zu Diensten. Baut eine Küche auf, macht alles. Hey, das geht ja gar nicht. Servus. Ja, Schatz, du musst so halten. Jetzt wissen wir, wo wir mal hin müssen. Jetzt wird nämlich unser Bett abgeholt, damit wir heute Abend auch schön in unserer Wohnung schlafen können, gell? Schätzle. Also ich höre auf jetzt wieder. Warum? Ja, weil mein Arm wehtut. Jetzt schon, oder was? Ja. Okay, bis nachher. Ciao. Ciao. So, jetzt fährt der Dennis. Jetzt darf er auch mal an Steuer. Und zwar haben wir jetzt unsere Couch abgeholt vom Hofmeister. Und zwar hatte unser Hofmeister hier in der Nähe Räumungsverkauf. Und da haben wir ein kleines Schnäppchen gemacht. Oder auch kein Schnäppchen. Warte mal, geradeaus, ja. Und Anna und Katzen sind jetzt auch schon in der Wohnung. Und ein Kumpel, Dennis, ein Papa. Und die werden uns jetzt gleich helfen beim Hochtragen, weil die Couch ist so mega schwer. Bin ich mal echt gespannt, ob wir das schaffen und ob die überhaupt reinpasst. Und dann werde ich einen chilligen Abend mit anderen Katzen in der Wohnung verbringen und arbeiten. Ja, geht arbeiten, genau. Ich würde sagen, ich melde mich daheim nochmal und bis später. So, fokussiere ich mich mal. Dorsch Kat, sie liebt Brot, Leona und saure Gurken. Und Anna ist auch hier. Wow, hello. Hi. Ups, ich weiß gar nicht, wie ich die Kamera machen muss. Ja, guck mal, die Gartenmöbel hat Anna aufgebaut. Mhm. Richtig geil. In der Küche. Und die steht jetzt in der Küche und wir können hier chillen, essen und so verbringen wir den Abend ohne Toilette. Ich zeig euch mal, wie es in der Toilette aussieht. Ist jetzt noch so. Leute. Ja. Das ist ein Ding von dem Ofen. Hä? Das ist nicht normal. Das ist, glaube ich, weil das Ding so brennt. Und so sieht's Bad aus bis jetzt. Das sind meine schönen alten blauen Fliesen und da kommen jetzt die schönen neuen Fliesen hin. Ich freue mich voll. Ich glaube, die Wohnung wird richtig schön aussehen. So Leute, Kat und Anna sind jetzt gegangen. Ich zeige euch mal, wir haben hier in der Küche gechillt. Naja, das habt ihr eigentlich schon gesehen. Auf jeden Fall, Katrin kommt morgen aus dem Urlaub zurück und sie hat ihr Geburtstag im Urlaub. Und wir feiern morgen nach und ich möchte ihr so ein bisschen eine kleine Überraschung machen, wenn sie halt zum ersten Mal in die Wohnung kommt. Und ja, deswegen backe ich ihr jetzt hier noch ein paar Muffins und ich habe auch Luftballons mit Gas geholt. Und wir feiern quasi Katrins Geburtstag nach und in Kats Geburtstag rein. Und deswegen mache ich auch die Muffins, auch für Kat halt. Und ja, es ist 3 Uhr, aber ich habe voll Lust in meiner Küche jetzt noch irgendwas zu machen. Kat und Anna hätten mir auch geholfen, aber ich habe gesagt, wir sollen heim. Ich meine, die fahren auch noch eine halbe Stunde und es ist schon 2 Uhr in der Früh. Aber irgendwie voll geil, weil man hat jetzt irgendwie seine eigene Wohnung und zu Hause, meine Mama mochte es halt nicht, dass man nachts noch irgendwie backt oder so.
Und jetzt kann ich es einfach machen. Ich habe meine eigenen vier Wände und ich kann einfach tun und lassen, was ich will. Und jetzt würde ich sagen, ich mache mich an die Muffins, sonst wird es richtig spät. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet ein paar Eindrücke mitnehmen, wie ich denn so meinen Umzug gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall auch noch Videos drehen, wenn ihr meine Wohnung komplett sehen wollt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Wohnungstour sehen wollt. Und dann mache ich vielleicht noch ein Video, in dem ich euch ein paar Tipps und Tricks zeige für die erste Wohnung. Ich finde, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich habe wirklich Augenränder. Aber so sieht man halt aus, wenn man umzieht. Ich habe echt wenig geschlafen, muss ich sagen. Aber es ist eine tolle Zeit, es ist eine tolle Erfahrung. Und wer kann sagen, er chillt mit seinen Gartenmöbeln in seiner eigenen Wohnung. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch an allen Helfern bedanken, die geholfen haben bis jetzt und die noch weiterhelfen würden. Ganz großen Dank geht natürlich an Anna und Kat. Dann an Dennis, seine Eltern, also sein Papa, der hat auch richtig viel jetzt geholfen. Und an den Freund von Laura, Jimmy. Und natürlich den Dennis. Und Juli, Leo. Also es haben wirklich alle mitgeholfen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle aufgezählt. Und meine Freundin Jasmin, die war auch an einem Abend da und hat mir geholfen, das Regal aufzubauen. Und dafür bin ich echt dankbar. Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.